Hey Leute und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Mit dem Schmitzdorn im Schatten. Dem Kranken bin ich, aber ja. Bei mir bin ich im Licht. Ja, also da, die Hälfte, die man von dir sieht, die ist beschattet, weil das Licht ja das Licht, der hinter dir ist. Genau, so richtig ernst so. Ja, genau. Nein, jetzt muss ich so einen schwarzen Hut aufmachen und dann sind wir hier die Mafia. Ja, genau sowas. Geile Mafia. Da fehlt noch die rauchende, die glühende Zigarre in der Dunkelheit. Die glühende Zigarre und zwei Jungs mit einer Thompson links. Ja, genau. Okay. Ja, na gut, wir kommen zurück unserer zweiten Base. Außenposten. War ja wieder ein bisschen Pause bis dahin. Wird aber jetzt. Wie viele Wochen? 3 Wochen? 4? Ich glaube? Nee. Ja, gut, für die Aufnahme war es jetzt eine Woche Pause. Ja, okay, aber bei uns war es 3, doch, so in dem Dreh. Wir haben ja vorproduziert, weil ihr unterwegs warst. Ja, stimmt, frohes Neues euch. Yeah. Ja, stimmt, frohes Neues an dieser Stelle auch nochmal. Für euch wahrscheinlich schon länger. Ich hoffe, die Lautstärke passt hier gerade so, weil ich nehme ja jetzt das erste Mal wieder auf mit den neuen Soundeinstellungen und wir sind gerade voll hardcore am Verhungern und Verdursten und was man noch verdursten kann. Verdursten hab ich noch. Also bei mir, ich habe Wasser 8%. Wasser 8%? Ich kann dir ein bisschen was Wasser geben. Ah, warte, ich sehe, ich habe auch Wasser dabei. Ich habe Hunger 3%. Nice, so dies muss das sein. Schnitt gut. Habe ich noch was zu essen hier? Nee. Ich habe ein Ei. Ich könnte ein rohes Ei essen, aber ich glaube, das ist nicht gesund. Ich glaube, das ist nicht gut, nee. Aber wir hatten ja Wasser gefunden, ne? Das hatten wir genau. Stimmt, das hier war ja nur der Außenposten, weil wir Sachen sammeln wollten. Ja, zu Hause haben wir es, aber nicht hier. Wir müssen, glaube ich, nach Hause, oder? Ich glaube auch mittlerweile jetzt, dass wir nach Hause müssen. Das Zeug dann. Ja. Geh einfach mal rein und drück R und wenn du voll bist, drück ich R. Okay, bin voll. Oh, wir haben ein bisschen was übrig. Warte, ich kann Zeug reinschmeißen. Warte, ich hau das hier einfach raus. Was ist das hier überhaupt? Was? Electric Parts, ah, okay. Nee, die sind gut. Ich habe ihn nur gefragt, das Icon sieht interessant aus. Jetzt ist mir kalt, dann zieh ich mal wieder meine Hose an. Wieder was an. Das Brot nehme ich jetzt nicht. Die Heuballen können. Oh nein. Ich hab's vergessen auszuschalten. Na gut. Jetzt ist dein Geheimnis aufgeflogen. Oh nein, ich tue nur mit 30 FPS aufnehmen. Achso, du bist in der Kiste, deswegen sammle ich die ganze Zeit den Schrott wieder ein. What? Naja, ich wollte da nochmal gerade reingucken, diese eine Sache mitnehmen. Brauchen wir Scrap Plastic? Wahrscheinlich nicht, oder? Nimm mal mit. Ich nehme das letzte. Warte, old. Ach ne, altes. So, ist ja übersetzt hier. Das habe ich noch reingespielt. Das komme ich hier lassen. Ja. Brauchen wir sicherlich nicht. Achso, Wir müssen warten, bis es Tag wird, oder? Oh, wir könnten zu unserem Feld sprinten. Ja, ne, jetzt gehen wir auf jeden Fall nicht raus. Das ist die Frage. Was machen wir jetzt in der Nacht? Eine Timelapse. Wir können auch jetzt geile Timelapses machen und ähnliches und. Ganz einfach. Wir haben uns nämlich ganz coole neue Renderprogramme geholt. Ja, genau, Timeless. Ich habe schon ein bisschen mit denen rumgespielt und eine Folge ist schon. Nee, noch nicht oben, aber kommt bald. Müsste, glaube ich, sogar nächste Woche sein, wenn wir. Warte, tun wir es Samstag? Nee, wir tun es. Die nächste Folge, also hier diese Folge, kommt samstags. Okay, wenn mir doch, also wenn es so ist, dann ist es so. Da kriegt ihr sogar an die Woche drauf. Ein Part mit einem neuen Renderprogramm. Renderprogramm. Doch, in dem Fall. Ich freue mich. Es macht Spaß. Ach, ich komme hier nicht hoch. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe ja auch schon ein bisschen mit ausprobiert. Und ich werde damit ja auch mein Video von der Brücke machen. Ich werde schon ein bisschen angesprochen, wo das Video bleibt. Aber ich habe dir heute die Bilder geschickt. Geht ja nicht wegen dieser Überschwemmung. Ich habe Hunger. Ich habe sehr Hunger. Ja, ich auch. Ein Brot. So eine kleine Info nebenbei. Das Video kommt halt nicht wegen der Überschwemmung hier aktuell. Der Rhein ist nämlich so überschwemmt, dass ich da, wo ich eigentlich lang muss, um zur Brücke zu kommen, überhaupt nicht lang komme, weil da überall Wasser ist. Beziehungsweise. Wenn ihr die Fotos sehen würdet, Beziehungsweise die Wiese, da stand. Das geht langsam zurück, aber da stand vor 3-4 Tagen oder so, stand da noch bestimmt 10 cm Wasser oder sowas und die Wiese ist einfach nur flüssig. Ich habe schon versucht, da ein bisschen lang zu gehen, aber nee. Da rutscht hier. Ganz kurz, verliere ich Leben, wenn ich 0% habe? Ja, irgendwann schon.
Glaube ich. Glaube ich. Dann bräuchte ich Essen. Soll ich? Ich habe, weißt du, wir haben ja hier dieses Sandwich, was mir ein bisschen Lebensmittel vergibt. Wenigstens Essen. Das Problem ist, wenn du das hast, dann verreckst du wahrscheinlich, wenn du das Pech hast wie ich. Ich bin aber, ich habe, glaube jetzt schon eine Lebensmittelvergiftung. Nee, eine Infektion habe ich nur. Ah ja. Ja, hier, nimm mal hier, guck mal da rein. Kurz die Info zu Ende bringen. Nee, das ist, die Wiese ist da eigentlich so flüssig. Ich habe da versucht drüber zu gehen und, ja, wenn ihr da gewesen wärt, ihr wärt, die Wahrscheinlichkeit, dass man da ausrutscht, ist quasi 95%. Und wenn ihr ausrutscht, dann versinkt ihr in der Wiese. Du musst mal die Dinge, tu einfach nächstes Mal im Clip, die Fotos reinführen. Ja, habe ich vor, in das Brückenvideo wollte ich das machen, kurz als Vorspann. Achso, ja, stimmt, das kann man machen, ja. Was okay. Bisher geschah? Nein. In der letzten Folge. Ja, genau. Wird Goku es schaffen? Dragon Ball. So. Können wir jetzt schon losgehen? Nee, das Geräusch war noch nicht da. Ich glaube, in einer halben Stunde. Nee. Echtzeit. Nein, Quatsch. Echtzeit wäre ein bisschen schwierig bei dem Spiel. Vor allen Dingen als Let's Play. Echtzeit. Erstmal. Ja, gut. Willkommen zu Folge 357. Wir warten immer noch, bis es Tag ist. Ja. Offen? Jetzt offen nach draußen. Bin überhitzt. Ja. Oh, fuck, ich bin überhitzt. Ah, dann kriegst du schneller Durst. Ach komm, lass die Zeit umgehen. Achso, wir gehen doch hier raus. Wir haben doch unseren neuen Ausgang. Mega schicken. Diese Blöcke hier sehen irgendwie voll schick aus. Diese. Was ist das? Eisen? Ich mag die Rohre. Weißt du, die Rohre nur in, wenn du die in, weißt du, richtig schön polished und was weiß ich. Achso, ja. Könntest du richtig geil so irgendwie als Deko. Ich meine jetzt gerade beim Sonnenaufgang sieht das irgendwie auch voll geil aus, weil die so rötlich sind. Das checkt ja nicht, ob das jetzt innen oder außen ist. Entschuldigung, ich bin krank. Bin krank geworden. Sollen wir schon raus oder? Warten wir noch. Geh ich schon mal. Jetzt. Jetzt, komm. Los. Vorrücken. Wo ist unser Haus? Das ist schon so lange her. Oh, Mais. Ah, Mais. Ich hab keinen Platz mehr. Ah, scheiße. Warte, ich zieh mein Ding wieder an. Na komm, ich hau den Stoff raus. Achso, wir müssen irgendwann mal Mais nachpflanzen hier. Mais. Hier auch, ja, können wir theoretisch auch machen. Ja, desto mehr, desto besser. Ich mach meinen Mais. Komplett. Was ist denn das? Njam. Ich hol mal die Rahmen da raus. Ich hab die schon, ich hab schon vier Pflanzen. Isst du den Mais? Unser Haus war genau hier runter und halb rechts. Also, genau da ist es ja. Direkt im Norden. Ja, gut, ein bisschen nach rechts müssen. Ach nee, Quatsch, das war hinterm See. Der Ding ist bei mir direkt also im Norden. Ach, wir sind komplett um den See rumgelaufen. Mhm. Oh. Lass nebenbei mal ein bisschen Häuser durchsuchen. Da am besten, wo wir noch nicht waren. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Also ich war hier drin. Sicher? Hier ist eine Waschmaschine. Oh. Nee, hier ist noch nichts. Oh. Stoff in der Waschmaschine, wer hätte es gedacht? Oh, Tatsache. Nee. Oh, Waffenschrank. Nee, manche sind neu, manche nicht. Ah ja. Dann habe ich wahrscheinlich ein Halbblut gemacht. Hier oben so. Ein Bücherregal. Leer. Fuck. Vogelnest. Ja, du warst hier, Leo. Da war ja was. Leo. Na gut. Ja, Zombie. Oh. Was du ja. Tu es nicht. Oh. Ah. Oh, hallo. Auf. Lass mich in Frieden. Oh. Toll, ich falle genau komplett runter in den Keller. Bis zum Keller runter. Oh, der ist tot. Ich finde da jetzt zu essen drin, oh, oder auch nicht. Ja, genau im letzten Schlag ist mir Knüppelbrot gegangen. Ja, so muss das. Okay, hat immer Glück. An der Schelle zerschellt. Okay. Achso, ja, hier die. Ja, okay. Inventar voll. Ist die Frage, was schmeiß ich raus? Komm, scheiß drauf, die Holzrahmen, die sind sowieso nichts wert. Okay. Eidelbeeren und Snowberry. Wie, was hast du kaputt gemacht? Die Bäume sind 2D geworden. Was? Achso,
Geh mal in die Grafikeinstellung, da gibt es so eine Baumgrafik-Einstellung. Ich habe aber gerade. Kann sein, dass sie sich runtergestellt hat bei dem Start vom Spiel. Macht es bei mir auch manchmal. Ich habe gerade, es gibt Benutzeroberfläche, Lichtdurchlässigkeit des Vordergrunds, habe ich kurz runtergeregelt und dann sind die zu Sprites geworden. Okay. Aber dann, wenn ich sie auf Mittel stelle, dann ist wieder so. Wenn ich auf Low stelle. Oh, okay, dann muss ich. Okay, dann. Mal so. Und wenn ich den wegschlage, ist der Baum weg. So. Ups, passt so. Lex Income. Du bewunderst den Baum. Es ist ein sehr schöner Baum. Ja, du wirst jetzt Künstler. Hä? Was? Schon wieder? Ich glaube, ich verstehe es nicht. Wenn ich nah rangehe, aber sehr nah rangehe, dann werden sie sonst nicht. Warte, ich guck mal ganz kurz bei mir in der Einstellung, falls es die gibt, genau. Doch, hier, Qualität der Bäume gibt es im Grafikmenü. Ja, ja, schon. Die habe ich bei mir auf High. Mach mal auch. Oh, fuck, das war die nicht. Lass es einfach mal so, passt schon. Du machst den Moonwalk. Zumindest bei mir. Es gibt manchmal richtig witzige Fehler, wenn man Multiplayer spielt. Da gibt es zum Beispiel einen Fehler, das sieht so aus, als ob du am Boden liegst. Für dich selber läufst du aber ganz normal. kriegst du da so unten. Ja, dann kriegst du voll schnell rum. Wo ist der See genau? Hier sind voll viele Vogelnester. Oh. Sind voll viele davon. Oh. Da ist noch eins. Hey, drei Eier. Fit gar nichts. Ich habe jetzt 4 Stück oder so gefunden. Boah. Guck immer so halb auf den Boden. Sag mal so, wir können uns dann geil Essen machen. Wenn wir zu Hause sind. Jetzt habe ich noch 2 gefunden. Mann, ist das geil. Mief. Ich meine aber, wir hatten hinten auch ganz viel Fleisch. Ich bin aber so froh, dass das nicht verdirbt hier. Boah, das wär's. Oh, das ist ein Zombie. Ich hab 6 Eier. Aha. Ich hab 5. Ich bin nicht am Überhitzen. Shit. Welche Richtung müssen wir? Links wollten wir, glaube ich, weil da die. Rechts rum. Rechts rum ist. Also offiziell ist der Weg rechts rum, wo wir hergekommen sind. Ja, genau. Aber theoretisch wollten wir links rum, vielleicht, weil dort ja diese imaginäre Brücke ist, die ich da mal gefunden habe. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal links rum, vielleicht. Ja, da müssen wir uns aber beeilen, weil ich habe nicht mehr viel essen, also noch 6% und auf Bären kann man nicht essen. Was hast du gefunden? Nest? Ein Nest. Fucking Federn drin. Noch ein Nest. Federn. Ja, die habe ich am Anfang auch viel gefunden. Ich sehe keinen Weg. Oh, hier ist ein Bunker oder sowas. Ah, hier. Ah, ist aber viel Arbeit, sich da erstmal durchzuschlagen. Ich würde sagen, das merken wir uns mal für einen anderen Mal. Ach, da bist du. Ich sehe keine Brücke. Genau das hier wird das Video von der Remagener Brücke. Da. Ich glaube, da ist eine Brücke. Die Bäume sind im Weg. Das hier wird das Video von der Remagener Brücke, ne? Die Remagener Brücke, die überschwemmt wurde. Ja, genau. Nee, die ist ja nicht überschwemmt. Die steht ja eigentlich gar nicht mehr. Die ist ja, wie bei Call of Duty, wurde die ja hochgejagt, um den Weg abzutrennen über den Rhein. Das war die auch das, wie in der Story die letzte Brücke über den Rhein, soweit ich weiß. Mhm. Wo ist die denn? Spoiler die Kleinen doch nicht. Ja, das ist ja was man bei mir in Call of Duty gesehen hat. Das wird ja in der Story so erzählt. Und jetzt Schleifwerbung machen, also bitte. Nein! Immer schlimmer werden. Ach ja, und dann noch abonnieren, bitte. Ja, genau. Die Brücke sieht geil aus, ey.
Ich mach's wie EA. Bezahlt mir das und das, dann kriegt ihr erst das Video. Nee. Aber warte. Ich verkaufe Lootboxen und wenn ihr das und das rauskriegt, so ein richtig seltenes Ding, was sowieso nie kommt, dann mache ich das Video. Genau. Das ist schon schlimm, was da abgeht. Die wollen das ja jetzt auch so machen. Was? Oh, die wollen das ja jetzt auch so machen, dass sie ein unfaires Matchmaking machen, wenn du kein Geld in dem Spiel ausgibst. The fuck? Ja. The fuck? Bin mal gespannt. Ich habe keinen Platz mehr. Hast du was mitbekommen mit dem neuen Gesetz in, ich glaube, das ist nur in Deutschland, mit den Glücksspielen in Videospielen? Und zwar ist es jetzt gesetzlich... Achso, lass mal hier rüber gehen. Ja, das habe ich mitbekommen, dass das verboten ist. Nein, nicht verboten, sondern du musst gesetzlich, also das Spiel, die Spielindustrie muss gesetzlich angeben, zu wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit du... Ach ne, stimmt. Stimmt, so war das. Oh, hier kommt eine kleine Horde. Oh. Stimmt, so war das. Das war nicht so verboten. Nee, ich hab da was in einem Video gesehen von Lee Floyd. Der macht ja so News und der meinte irgendwie, man kann das auch irgendwie machen, dass du dir dann die Lootbox holst, die ziehst und die dann zurückgibst, so. Ja, genau. Oh fuck, komm zu mir. Lasst mich alleine. Oh, jetzt habe ich Nachlade noch vom Gebiet. Komm mal zu dir kurz rüber. Ich mach grad 20 Pfeile auf dem Weg. Oh, da habe ich irgendwen im Hintergrund getroffen. Da hinten? Ne, da hinten, ich dachte wer. So, das, meine Damen und Herren, ist Trainen. Trainen? Kennst du den Begriff nicht? Ja. Weil die wie ein Zug alle hintereinander laufen. Ja. Und dann kannst du die alle eigentlich... Ja gut, das klappt hier nicht so gut, aber... Oh nein! Ich bin fast ins Wasser gesprungen. Auf. Ach komm! Den habe ich. Jetzt Headshots oder nicht? Ich weiß es nicht. Das war bestimmt ein Headshot. Oh, der ist auch tot. Wenn dieses komische... Oh, ich kann das jedes Mal. Und bam. Level up, genau das wollte ich. Gehen wir schon mal. Nägel. Cool, danke. Und... Schüchen. Schüchen. Was gebe ich da her? Ach, toll. Ich hab mir so gedacht, gib mir was zu essen, was krieg ich? Ein vergammeltes Sandwich. Du hast Essen bekommen. Ja. Ich bin nur auf der Suche nach Essen, alles andere ist mir gerade voll egal. Ich habe einen Mantel gefunden. Der wärmt dich. Ich glaube, das haben wir nicht so das Problem. Du kannst aber auch optisch anziehen. Gut. Ah, shit. Ich hab Überhitzung. Oh. Die hau ich mal raus. Oh, 1% Essen. Ich hab noch Mais. Kann dir Mais geben. Ja gut, ich hab keinen Platz mehr. Ich hab Beeren. Ich auch nicht. Ess die Beeren weg, dann nehmen wir Mais. Blueberry Seeds. Ja, lass uns ein bisschen beeilen. Weil ich kann jetzt nichts dagegen tun. Ich krieg jetzt voll viel Hunger. Stirb. Doppelt hält besser. Ich wollte nur sicher gehen, okay? Ja, okay. Ich hab Angst vor Zombies. Ich pass einfach nach Hause. Schnell. Ja. Wir müssen komplett rechts dann. Ja. Bitte biegen Sie rechts ab. Ach, warte, das ist doch die Straße zum Feld. Ja, was ist das da hinten eigentlich? Diese komische, sieht aus wie Zelt. Das ist ein Zelt. Also, oh, das können wir später noch abbauen. Läufst du auch so lahm? Ja. Aber wahrscheinlich. Keine Ahnung. Überhitze. Nee, weil ich überhitze. Ich bin jetzt bei 45 Grad. Ach, was sieht jetzt ziemlich aus? Nein. hast du noch einen Platz im Inventar? Wenn du mir die Mais abnimmst, dann ja. Sonst nix. Nicht irgendwie Papier oder sowas rausschmeißen kannst. Ich kann ein Klebeband rauswerfen. Ja, mach das. Jetzt habe ich. Nimm mal die Axt hier. Oh, die knallt ja richtig. Ding, ding. Jetzt habe ich zwei. Hast du noch einen Platz? Moment. Nee, warte, ich hole gerade hier. Komm, scheiß drauf. So. Mach mich nackig. Gut so. Ich meine,
Nur für also, na egal. Sind gleich zu Hause, aber auch am Ende einer Folge. Wow, wir waren so produktiv heute. Ja, ja, wir haben uns wieder eingebracht. Das kannst du nicht sagen. Ja. Wir wissen, dass wir Hunger hatten. Ein Fortschritt, okay. Ja, ein kleiner. Mehr als ich heute. Ja, okay, heute war ich produktiv, aber sonst. Als ich sonst war. Ja gut, ihr wisst Bescheid, wir sind am Ende einer Folge und wir hoffen, dass es euch gefallen hat, auch wenn wir jetzt nicht so viel gemacht haben. Nächstes Mal was. Genau. Hoffentlich. Ja doch, wir werden die Felder plündern gehen, die Häuser plündern gehen, schätze ich mal, sonst sterben wir an Hunger und ja. Dann würde ich ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.